Und damit herzlich willkommen zurück am heißesten Tag des Jahres zu einem neuen Video auf Scene Talk. Wir reden heute über Limbo, ein südkoreanischer Thriller, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und nach dem Trailer erzähle ich euch, warum. In Limbo geht es unter anderem um den Veteranen bzw. um den Polizisten Cham Lau und einen Polizeianfänger namens Will Wren. Und die müssen zusammen einen Fall aufklären, denn es gibt innerhalb der Stadt, in der sie sich befinden, einen Serienmörder. Der trennt Frauen vorzugsweise die linke Hand ab und die lässt er dann auch irgendwo rumliegen oder schickt die dann Leuten und die Leichen sind dann nicht aufzufinden. Doch jeder dieser Polizisten hat ihr eigenes Laster zu tragen. Während Will Wren einen extrem schmerzenden Zahn hat und es nicht wegen seinem Job hinkriegt, zum Zahnarzt zu gehen, hatte Cham Lau viel zu tun mit den Problemen seiner Beziehung. Beziehungsweise ist seine Frau nämlich schwer angefahren worden und er sinnt auch auf Rache auf die Person, die das getan hat. Und im Grunde ist das nun ein Thriller, der in einem monochromen Design zugrunde liegt. Der Film ist nämlich komplett schwarz-weiß und sieht allein dadurch schon richtig dreckig aus. Und wenn man jetzt dann auch noch in die ekligsten Orte Südkoreas hinabsteigt, in die Abgründe der Seele und dann meterweise Müll auftürmt, dann ist das ein Film, den kann man förmlich riechen. Limbo ist hart. Der ist wirklich spannend, der ist nicht für jedermann gedacht, aber der zieht einen in einen Sog, den man sich schlecht entreißen kann. Das liegt auch an Lam Kam-dung und Mason Lee. Mason Lee kennt man unter anderem aus Hangover 2, die beide eine fantastische Chemie haben. Aber dann ist da noch die kriminelle Yasuo Liu, die wir auch noch bekommen und die ist aktuell auch auf dem Thumbnail beispielsweise oder auf dem Cover des Films. Sie ist quasi die weibliche Protagonistin, die eigentlich am meisten erzählt wird und auch am meisten Hintergrund erzählt wird, die auch am meisten emotionalen Background bekommt, für mein Empfinden. Und gerade sie finde ich so spannend und so tiefgründig und interessant. Während ich die Polizisten ein bisschen oberflächlich finde, finde ich sie gerade ganz, ganz großartig. Mit ihren Szenen, die sie hat, sie darf weinen, sie darf flennen, sie darf ausrasten, sie darf alles tun. Sie kriegt hier wirklich die ganze Bandbreite präsentiert. Und das finde ich sensationell. Also sie liefert hier im ganzen Film die beste schauspielerische Leistung ab. Aber was dazu noch kommt, ist eine so gute Inszenierung, dass man von Anfang an daran sitzt und sich fragt, okay, wer ist jetzt hier der Killer? Und irgendwann, relativ früh, wird dieser Killer auch präsentiert
Und dann muss der Film einen anderen Weg finden, wie er zum Finale hinsteuert. Das ist dann ein bisschen vorhersehbarer, aber es hat immer noch diese nihilistische Note, dass man immer das Gefühl hat, okay, dieser Film kann gar nicht positiv ausgehen. Das ist alles so nihilistisch, so böse, so grauenvoll, so grau und trist, dass man wirklich mit jeder Minute immer weiter in die Psyche der Protagonisten hinabsteigt, in eine Psyche, in der man sich eigentlich überhaupt nicht aufhalten möchte. Das ist alles kalt und roh, es ist verregnet und eklig, es ist stinkend und widerwärtig. Und es gab einen Film in der Vergangenheit, an den ich mich erinnern kann, der ähnlich eklig und nihilistisch war. Das war der Goldene Handschuh von Fatih Akin, der für mich auch so wirkte, wie als könnte ich diese ganze Szenerie riechen. Und ich finde Limbo zwar wesentlich besser, gerade aus seiner Inszenierung und gerade dadurch, was der schauspielerisch und visuell leistet, aber er hat auch ein paar kleine Schnitzer. Wie gesagt, die Protagonisten, die beiden Polizisten bleiben mir ein bisschen zu oberflächlich. Gegen Ende wird es ein bisschen zu vorhersehbar. Aber am Ende ist das immer noch ein Noir-Thriller, den ich jedem ans Herz lege, der auf harte, fiese, böse Kost steht mit einem sau-emotionalen Finale. Von mir kriegt Limbo aber trotzdem 8 von 10 möglichen Punkten. Ich fand den echt stark. Guckt ihn euch an, aber seid für den Film wirklich in einer guten Verfassung, weil sonst kann das auch echt böse nach hinten losgehen. Habt ihr Limbo vielleicht sogar schon gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Morgen hören wir uns wieder zu einer Kritik, wahrscheinlich zu Elemental. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.